Willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie heute im Namen der Welt des Gartens und wir besuchen hier die Familie Brill. Die Familie Brill hat mit dem Gartenplanungsservice der Welt des Gartens ihre Gartenanlage geplant und neben mir sitzt Heiko Müller, der Gartenarchitekt, der für die Planung verantwortlich zeichnet. Seit geraumer Zeit bieten wir über Welt des Gartens den Planungsservice an. Und im Zuge dieses Planungsservice-Auftrittes haben Familie Brill uns dort gefunden, um für ihr neues Haus ihren Garten planen zu lassen. Und das fing ungefähr vor anderthalb Jahren an. Mittlerweile ist der Garten fertiggestellt. Es sind noch ein paar Ecken, sind noch nicht fertig, aber das Ganze hat sich jetzt prächtig entwickelt. Und da ist es für mich natürlich als Planer interessant, wie das für Sie gewesen ist. Vom Anfang des im Internet suchen und dann jetzt der Moment, wo jetzt fast quasi alles fertig ist und wie der ganze Ablauf war mit der Gartenplanung von Welt des Gartens und Müller Gartenplanung. Also am Anfang ist es ja so, dann steht erstmal das Haus im Vordergrund und der Garten ist eigentlich gar kein Thema und man denkt auch gar nicht darüber nach. Nur wenn das Haus dann steht, dann fängt man an, darüber nachzudenken, es müsste eigentlich auch drumherum ums Haus mal was passieren. Und dann ist es sehr schwierig, überhaupt erstmal den Start zu finden. Wo fängt man da an? Wie geht man da vor? Geht man direkt zu irgendeinem Gartenplaner und lässt sich's planen? Oder wo kann man sich überhaupt hinwenden? Überhaupt jemanden zu finden, finde ich relativ schwierig. Dafür ist natürlich Internet immer erstmal eine gute Adresse. Also haben wir mal ein bisschen geschaut im Internet und uns umgesehen und sind dann eben auf die Seite Welt des Gartens gestoßen. Und ja, dort haben wir erstmal Sie kontaktiert und dann haben wir erstmal einen Fragebogen bekommen, wo wir ausfüllen konnten, was uns am Herzen liegt, was wir gerne haben möchten, wie unser Stil auch ist, was ich ganz wichtig finde. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, irgendwie seinen Garten zu gestalten. Was ich auch interessant fand, was mag man für Pflanzen oder mir zum Beispiel war wichtig, dass viele Gerüche auch im Garten sind, viele duftende Pflanzen auch im Garten sind. Und ja, so haben wir erstmal den Fragebogen ausgefüllt und haben dann auch ziemlich schnell eine Planung bekommen, die, sage ich mal, auf Anhieb so gepasst hat. Also wir haben, glaube ich, relativ wenig noch verändert, oder? Mhm. Würde ich sagen, ja. Und ja, nachdem wir dann den Plan hatten, vielleicht das eine oder andere noch angepasst haben, sind wir dann losgezogen, eine Gartenbaufirma zu finden, die das Ganze letztendlich umsetzt. Und ja, so ging es vonstatten. Also letztendlich haben wir dann jemanden gefunden und mit der ganzen Planung von Herrn Müller und den handwerklichen Fähigkeiten der Gartenbaufirma wurde dann halt unser Garten irgendwann draus. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, zum Beispiel da drüben so eine runde Terrassenanlage, also alternativ zu dieser hier, diese runde Anlage zu machen? Und dann, das sind doch bestimmt so grundsätzliche Ideen, die Sie dann gemeinsam besprochen haben. Der erste Schritt war der Fragebogen, wo wir Wünsche äußern konnten oder wie wir uns das Ganze vorstellen. Und wir hatten die Idee eines pflegeleichten Gartens mit verschiedenen abgegrenzten Bereichen, der so ein bisschen in den englischen Stil reingeht. Und da kam der Vorschlag von Herrn Müller, um diesen englischen Stil da wieder auftauchen zu lassen. In den ersten Bildern, die ja schon vor anderthalb Jahren gemacht worden sind, habe ich gesehen, das war ja ein fürchterliches Chaos, hier die extreme Hanglage. Und wie hast du dir die Zukunft vorgestellt? Ja, erstmal zur Hanglage. Oftmals ist es ja so, dass was erst negativ erscheint, entpuppt sich dann im Nachhinein als Vorteil, weil damit kann man arbeiten. Und durch diese Hanglage konnte man hier einen sehr differenzierten, auch in der Höhe differenzierten Garten entwickeln. Und ausgehend eben von Ihren Informationen, die Sie in den Fragebogen gepackt haben,
haben wir als Müller Gartenplanung und Welt des Gartens Planungsservice das zusammengebunden in ein großes Ganzes, um dann hier eben aus den vielen Einzelteilen, die Sie quasi uns gegeben haben, die Gesamtanlage zu entwerfen. Und dann eben wieder in diesem Stil mit dem Anklängen englischer Gärten um die Jahrhundertwende mit Rasenweg und Blumenborder haben wir dann gemeinsam hier diesen Weg gefunden. Und ich denke, jetzt, da wir hier sitzen, zeigt sich, dass der Weg doch ein guter war. Frau Brill, wir sitzen hier auf der Terrasse und da sind die Rehau-Relazzo-Dielen verarbeitet. Wie haben Sie die in der Verarbeitung und wie sind Sie überhaupt auf diese Relazzo-Dielen gekommen? Ja, eigentlich wollten wir eine Holzterrasse haben. Von Anfang an hatten wir die Idee, hier eine Holzterrasse hinzumachen. Und auf der Seite von Welt des Gartens haben wir dann dieses Material gefunden, also einen Link auf Rehau. Und haben uns das näher angeschaut, waren auch in einer Niederlassung, wo wir uns das mal direkt anschauen konnten, die uns empfohlen worden ist über ihre Seite. Und das hat uns gleich gut gefallen, weil es halt eben viel strapazierfähiger auch ist und langlebiger, als jetzt einfach ein Bankierei oder ein anderes Terrassenholz zu nehmen. Und ja, also es macht sich sehr gut, die sich auch gut verarbeiten und finde ich, sieht auch sehr schön aus. Ja. Das Material ist ja absolut splitterfrei, witterungsbeständig und begegnet rauester Behandlung mit bleibender Schönheit. Also um den Garten interessant zu gestalten, war es eben wichtig, den Garten in einzelne Räume zu unterteilen. Das ist ähnlich wie in einem Haus mit unterschiedlichen Räumen. Wir haben ja Essensbereich, wir haben die Küche, wir haben Wohnzimmer und Bäder. Und so ist das auch im Garten, dass wir aus diesem großen Grundstück einzelne Bereiche machen. Das lässt den Garten größer erscheinen. Das macht den Garten interessant. Es entstehen immer neue Perspektiven und neue Raumatmosphären. Und aus diesen verschiedenen Ideen erwuchs irgendwann dann dieser Gesamtplan. Das Oase-Wasserspiel kann man sehr schön individuell gestalten. Man kann es wirklich sehr einfach installieren und es passt nahezu in jeden Topf, da man es in der Größe anpassen kann. Uns war wichtig, dass das Gartenhaus gut zu Haus und Garten passt. Wir wollten daher eins in eher klarem, schlichtem Design, was gar nicht so einfach zu finden war. Wir sind dann über einen Link auf der Seite von Welt des Gartens auf die Firma WK gestoßen, wo wir auch unser Gartenhaus dann gefunden haben. WK hat wirklich eine sehr große Auswahl, sowohl an klassischen als auch an modernen Häusern. Das Haus wurde direkt auch von WK geliefert und aufgebaut, was wirklich total schnell ging. Den Anstrich, den haben wir dann übernommen. WK bietet da diverse Farben an. Und ich finde das Haus auch wirklich total praktisch, weil neben Platz für Gartengeräte und Gartenmöbel bietet es auch noch wirklich sehr viel Platz für unser Feuerholz und so sind wir sehr zufrieden mit dem Gartenhaus. Ja, auf der linken Seite vom Haus ist noch ein schöner Kräutergarten entstanden, was auch eine Idee von Ihnen war. Und das bildet auch nochmal so eine kleine Ebene und führt den Hang so in der Stufe nach unten, was, finde ich, auch diese Hanglage auf der Seite vom Haus entzerrt. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja, die Hanglage, die war schon beim Hausbau eine Herausforderung gewesen für den Architekten. Und auch bei der Gartenplanung war das teilweise relativ schwierig für mich vorstellbar, wie das dann hinterher aussehen könnte. Und wir haben uns natürlich gewünscht, dass wir auch ein Stück Ebene haben, eben nicht nur Hanglage, weil man möchte natürlich auch mal eine gerade Fläche haben in seinem Garten. Und was eben auch passiert ist in der Zwischenzeit, bevor wir mit der Umsetzung des Gartens angefangen haben, durch Regenfälle ist halt sehr viel Wasser den Hang runtergeflossen und das hat einem schon so ein bisschen Sorge bereitet in der Zwischenzeit. Aber das konnte, fand ich, ganz gut umgesetzt werden, eben durch diese Stufe, die wir da haben, zu dem Hang, der unten an der Kräuterwiese ist. Und wir haben, finde ich, einen ganz schönen großen Bereich, der halt eben ist.
ausgehend von dem Entwurfsplan, der die Flächenverteilung auf dem Grundstück darstellt, entwickelt sich dann im späteren Verlauf in Teil 2 der Gartenplanung dann der Entwurfsplan für die Pflanzen, also der Pflanzplan. Die Bepflanzung des Gartens war für uns sehr schön, sehr interessant und der Pflanzplan war eine große Hilfe für uns in dem Bereich. Zu sehen, wo kann was hinkommen und wo sieht was schön aus. Und wir haben da auch einiges, sehr viel selber gepflanzt. Und ja, allein beim Kauf der Pflanzen ist es sehr hilfreich, einen Plan zu haben und auch den vorzeigen zu können und sagen zu können, dies oder jenes benötige ich und das soll auch an die und jene Stelle. Das hat sehr geholfen. Liebe Familie Brill, herzlichen Dank für diese ganz tolle Bewertung und für den Frankfurter Appleboy. Lieber Heiko, vielen Dank für deine Unterstützung. Liebe Zuschauer, bitte schauen Sie in der Welt des Gartens, schauen Sie sich die Gartenplanungen an. Dort sind noch sehr viele zusätzliche Anregungen. Alles Gute, auf Wiedersehen.